Den Heimauftakt in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten hat sich das neu formierte Team der SGVCA Amstetten Niederösterreich sicher anders vorgestellt. Erstmals unterliegen sie dem UVC Ried im Innkreis in der AVL, seitdem die Oberösterreicher vor 3 Saisonen in die höchste Spielklasse aufgestiegen sind. Bereits zu Beginn von Satz 1 dominierten die Gäste, die sich schnell einen komfortablen Vorsprung herausspielen konnten. Zu wenig Druck auf Amstettner Seite machte es den Riedern leicht, an Punkte zu kommen. Besonders in der Annahme haben die Amstettner Probleme, den starken Service der Oberösterreicher Paroli zu bieten. Der Satzball bei 15:24 kann noch 2-mal abgewehrt werden. Dennoch geht Satz 1 mit 17:25 an die Gäste. Wie ausgewechselt zeigen sich die VCA-Cracks dann in Satz 2. Besonders im Block bilden die Amstettner eine undurchdringbare Mauer und sichern sich somit durch Schmiedbauer und Branch gleich 3 Punkte in Folge. Auch in den anderen Elementen wie Service und Angriff kann reichlich Druck aufgebaut werden, dem die Oberösterreicher nur wenig standhalten konnten. Mit 25:13 kann der Satz somit sicher nach Hause gespielt werden. In Satz 3 reißt der Spielfaden jedoch wieder ab. Die Eigenfehlerquote steigt, der UVC Ried kämpft sich wieder zurück und gibt auf dem Spielfeld den Ton an. Wie in Satz 1 bleiben den Amstettnern nur wenig Chancen, an Punkte zu gelangen. Und so endet auch Satz 3 mit 17:25 für den UVC. Gleiches Szenario in Satz 4. Die Amstettner nützen nicht die Chance, das Ruder noch einmal herumzureißen. Die Gäste aus Oberösterreich haben somit leichtes Spiel, erkämpfen sich in druckvollen Angriffen Punkt für Punkt und somit wieder die Führung. Die Amstettner haben abermals das Nachsehen. 17:25 für Ried in Satz 4. Das heißt somit die nächste Niederlage in der AVL für die Amstettner. Grob zusammengefasst, wir haben nur einen Satz richtig gespielt. Ja, bis auf den zweiten Satz ging nicht viel. Tja, einfach noch viel zu unkonstant, wie es aussieht. Ich glaube, dass wir im Service ein bisschen zu stark unter Druck gesetzt worden sind. Unsere Annahme war nicht sehr stabil und wir haben oft in den wichtigen Momenten einfach die Punkte nicht machen können. Die Stimmung hat passt, glaube ich, und die Halle war halbwegs voll. Wir haben schlecht ins Spiel reingefunden, zweiter Satz war viel besser und dann verlieren wir wieder den Faden und ja, dann geht es halt 3-1 aus leider. Für die noch sehr junge Mannschaft heißt es nun Routine sammeln. Wir sind noch nicht so lange zusammen, werden sicher noch ein paar Wochen brauchen, bis das alles so läuft. Ja, es sind gute Ansätze zu sehen, in einigen Punkten machen wir einen guten Job, oft noch nicht. Jetzt werden wir mal schauen, was wir verbessern können, also wir werden Videoanalyse und so weiter machen. Schauen, was wir da verbessern können und dann dem hart arbeiten. Ja, wir spielen jetzt am Mittwoch gleich auswärts gegen Metz. Das wird die nächste spannende Partie und die müssen wir gewinnen oder die wollen wir gewinnen. Und ja, dann geht es weiter eigentlich immer im 3-Tages-Rhythmus, immer Mittwoch, Samstag Spiel. Wird eine harte Zeit für uns, aber ich glaube, dass es gut ausschaut.